Das ist immer so lustig. Manche Leute kommen zu mir und sagen so, ich würde es auch voll gerne machen, aber ich bin nicht so cool. Und dann denke ich mir immer, da ist nichts cool drin. Wir sind so tief da drin, das ist so nerdy, wir gehen irgendwo hin und streicheln so über so ein Leder und sind so, boah, ja, das ist gut. So, da ist nichts mehr cool dran. Raffles, Bots und Dunks. Bevor wir Fabian von Syrup getroffen haben, hatte ich keine Ahnung, was das alles sein soll. Ich wusste, dass Leute bereit sind, eine Menge Kohle für Yeezys liegen zu lassen und dass man mit dem Weiterverkaufen von Schuhen angeblich ziemlich leicht Geld verdienen kann. Aber das war's auch schon. Um der Sache auf den Grund zu gehen, haben wir uns mit den wohl erfolgreichsten Sneakerheads in Wien getroffen und uns ihren Laden angesehen. Am Ende dieses Beitrags wisst ihr, was hinter dem Hype steckt und ob ihr durch Sneaker-Reselling möglichst früh in die Rente starten könnt. Also den Shop kannst du eh von hier sehen, der ist direkt da vorne, der ist quasi am Ende der Straße. Stephansdom, der ist da, wenn du hier schaust. Also wir sind ja auch wirklich nicht weit weg vom Dom. Schuhe sagen sehr viel über einen Menschen aus. Wenn ich mir Schuhe von jemandem anschaue, kann ich ziemlich genau sagen, wie er so drauf ist, was so seine Interessen sind. So, willkommen in der guten Stube. Ich glaube tatsächlich, der Moment, wo du den Schuh aus der Box nimmst, und den in deiner Hand hast, der ist, glaube ich, fast krasser, als wenn du ihn trägst. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the, let out the, let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I take on the east. I'ma put him in a cage, never let out. Für mich ist es irgendwie so dieses selber dem Hinterherjagen. Das ist ja auch irgendwie das, was das Hobby ausmacht. Du hast diesen Schuh, der dir gefällt. Und dann geht es darum, wie kommst du daran, wo kommst du den? Bei mir hat es so angefangen, ich habe mir 2016 das erste Mal für mich selber einen Schuh gekauft in einem Szenegeschäft. Und dann hat mich ein Verkäufer gefragt, ob ich mich denn fürs Yeezy Raffle eintragen will. Ich konnte damals gar nicht so viel anfangen. Raffle ist so eine Art Gewinnspiel, wo man das Recht gewinnt, einen Schuh kaufen zu dürfen. Klingt erstmal so als Laie ziemlich verrückt, aber diese Schuhe haben halt eben einen Wiederverkaufswert und es gibt viel mehr Nachfrage als Angebot, deswegen muss es irgendwie einen Weg geben, wie halt ausgelost wird, wer ihn dann wirklich kaufen darf. Und damit konnte ich mir, das waren vielleicht 50 Euro so im Durchschnitt im Monat, die ich mir dazu verdient habe. Und irgendwann ist aber mehr Geld bei rumgekommen. Zum Beispiel habe ich einmal mit 2000 Euro Einsatz, hatten wir dann 11.000 Euro Kapital zu dem Zeitpunkt. Unmittelbar danach habe ich dann meine Geschäftspartner, mit denen ich bis heute arbeite, kennengelernt. Julian Blasisch und Benjamin Zöberl. Dankeschön. Das hier ist unser neues Lager. Es sind hier auch noch nicht alle Regale aufgebaut. Und mit so einem kleinen sporadischen Studio, was wir hier gerade aufbauen, können wir dann hier eben noch ein bisschen vielseitiger und flexibler Content erstellen. Das ist Benni. Ja, los. Wie wir sich, also speziell, wie zwei sich jetzt kennengelernt haben. Weißt du das noch? Ja, klar, sicher. Ich habe damals eben schon im Dritten mit Julian eben gearbeitet. Wir waren Freunde, haben eben zusammen Sachen gemacht. Und das war der erste, was war das für ein Schuh? Das war Frozen Yellow. Der 50er Frozen Yellow, der echt totgehypt war, so preislich halt. Wir hatten einen. Fabian hat uns angesprochen, so, ob wir Bock haben, diesen wunderbaren Yeezy zu tauschen. Du wolltest den Trade nicht machen. Ich wollte den Trade nicht machen. Juli wollte den Trade machen. Und dann war das Thema auch gegessen. Da habe ich dann mit Juli unterhalten, so hey, so irgendwie. Der Junge hatte so was anderes, so vom Mindset her, was wir zwei halt bis jetzt noch nicht in der Szene gesehen haben. Und dann sind wir zurückgegangen und haben halt nochmal geredet und haben sich dann halt ein Treffen halt ausgebaut. Das hat sich so viel entwickelt, es gab Zeiten, da haben wir wirklich so geisteskranke 24 Stunden Autotrips gemacht. Also so 12 Stunden in eine Richtung gefahren, haben irgendwelche Schuhe gekauft, sind dann 6 Stunden in eine andere gefahren, haben die da verkauft und sind dann wieder 6 Stunden nach Wien gefahren oder sowas. Einfach hassen. Ja, wir haben alles gemacht. Ja, alles so, gut. Hauptsache diese Materie, Sneaker, Mode, halt so, was auch immer mitnehmen, alles mitnehmen. Ja. Also wir sind alle sehr jung. Wenn Firmen oder Banken unsere Firma sehen, wie jung wir alle sind, die geben uns kein Geld. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit reinvestieren, um mehr Schuhe haben zu können, um wachsen zu können, um uns weiterentwickeln zu können. Das sind Nike Sakais, das sind Laserloos. Und das ist halt so ein bisschen so ein Classy-Schuh. So. Also Classy jetzt in Bezug auf, dass man so elegant angezogen ist. Und darum trage ich auch gerne welche, auch so zu Business-Meetings, weil so, man muss einen Sneaker tragen, weil es geht nicht anders. So, ich kann jetzt nicht mit so Chelsea-Fuß kommen und so. Und dann passen Sakais halt einfach auch am besten. So, jetzt sind wir bei meiner persönlichen Schuhsammlung. Mein absoluter Lieblingsschuh ist vermutlich der hier. Das ist ein richtig seltener Schuh und zwar war das der erste Louis Vuitton Trainer, den Virgil Abloh entworfen hat.
Ich weiß gar nicht, ob der jetzt so steigt nach seinem Tod. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass nicht, weil er eben so selten ist, dass ihn eigentlich niemand mehr verkauft. Eine Virgil Abloh hat das über die letzten 2-3 Jahre hat er das dominiert. Damals, als ich aus 2.000 Euro plötzlich 11.000 Euro gemacht habe, das waren seine ersten 5 Schuhe, die er rausgebracht hat mit denen. Guck mal, das hier war zum Beispiel ein Consumer-Schuh, den jeder hätte kaufen können, der da. Der hatte einfach nur diese Goldkette und der hat am Anfang dann, haben wir den so für 150 Euro verkauft, dann irgendwann für 160 und mittlerweile kostet er über 300 Euro, weil sich der Consumer-Schuh einfach zu dem entwickelt hat. Jeder Consumer-Schuh kann irgendwann zu einem Resale-Schuh werden. Wohingegen der hier zum Beispiel, der Vierer, das ist zum Beispiel alles andere als ein Consumer-Schuh. Du konntest aber den hier eine Zeit lang sogar leichter kaufen als den. Der Markt macht es komplett. Auch wenn Nike ganz gerne manche Schuhe als Consumer-Schuhe hält und andere nicht, kann der Markt sich anders entwickeln. Also es ist oft so, wenn ein Schuh rauskommt, dann hat er an dem Tag oder um den Tag rum sehr viel Awareness. Und Leute sind tendenziell bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Wenn aber der Markt, also die Verkäufer, unterschätzen, wie limitiert das Produkt ist und es schnell verkaufen, können sie irgendwann nicht mehr nachliefern, weil jeder kleine Verkäufer das Produkt nicht mehr hat. Alle drauf kommen, es gibt viel weniger davon, als ich eigentlich dachte. Und dann kann der Preis schnell hochschießen. Früher war ein großes Ding, also auch für Community-Pflege, haben halt Retail-Stores quasi Live-Raffles gemacht oder einfach Sachen, wo man physisch wo sein musste. Das ist jetzt alles sehr, sehr viel digital geworden. Dadurch ist halt auch die Menschen, die quasi versuchen, digital Schuhe zu bekommen, viel, viel größer geworden. Es ist halt so ein Katz-und-Maus-Spiel. Um einen Vorteil bei Raffles zu haben, verwenden manche Menschen Bots. Das sind Programme, die den Kaufprozess in Online-Shops so schnell für einen erledigen, dass die AnwenderInnen oft gleich mehrere Paare auf einmal erstehen können. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte einen Bot, da konnte man einstellen, ich glaube, die Checkout-Time, aber gab es so eine Verzögerung, damit die nicht raffen, dass man selber quasi kein Mensch ist. Ansonsten lief alles automatisiert, da musste man wirklich nur so Keywords, die der auf der Website suchen soll, eingeben, dann haben die das gesucht und dann haben die dieses Produkt für dich gekauft. Und heutzutage, selbst wenn du alles perfekt eingestellt hast, du mega schnelles Internet hast und der Kollege neben dir sitzt und der auch alles perfekt hat, kann es sein, dass du gar keinen Schuh bekommst, einen R50. Die Konkurrenz ist ums Botten viel höher geworden, die Bot-Protection auf den Webseiten ist viel höher geworden und dadurch ist es mittlerweile an einem Punkt, wo ich zumindest mit Bots keine Schuhe mehr bekommen kann. Aber ich kenne Leute, die das können. Im Grunde, also Botting ist auf jeden Fall ein kleiner Mini-Bruchteil geworden. Das ist etwas, das darauf verlassen wir sich. Darauf kann man sich auch nicht verlassen, in keinster Weise. Früher war halt auch jetzt so ein Schuh, der halt dann so 5, 6 oder 1000 Euro am Aftermarkt wert ist, war halt früher viel einfacher zu bekommen. Das ist mittlerweile halt schon sehr, sehr schwer und oft macht es eigentlich mehr Sinn, dass man eigentlich viel mehr günstigere Sachen kauft und dafür halt eine viel größere Menge davon. Und wenn man das mit irgendwas anderem erreicht, im Botting halt, dann passt das ja, dann ist es ja wurscht. So. Sneaker handeln ist ein kleiner Teil von Botting. Du kannst so viel botten, du kannst Grafikkarten botten, du kannst Playstations botten, du kannst, glaube ich, auch diese Pokémon-Karten. Ich wollte gerade sagen, diese Karten. Ja. Siehst du es irgendwo, wo man es außer so ein bisschen Taschengeld mitnehmen heutzutage noch empfehlen kann, reinzugehen im Sneakermarkt? Nee, eigentlich gar nicht. Also tatsächlich, also es klingt zwar blöd, wenn das halt jemand sagt, der da drinnen ist, aber halt, ich würde lieber jemanden raten, überleg den anderen Markt, such dir was anderes. Weil vor allem halt bei Sneakern ein großer Punkt, den darf man halt nicht vergessen, ist, dass Gewinnmargen grundsätzlich sehr klein sind und eigentlich nicht sehr optimal, um dort sehr erfolgreich zu werden beziehungsweise schnell zu wachsen. Aber so ein bisschen Taschengeld dazu verdienen, so sich eine Nacht lang vor einen Shop setzen, wenn sich das lohnt, einen Schuh mitnehmen, den für 250 Euro verkaufen, den man für 100 Euro gekauft hat. 150 Euro in einer Nacht gemacht, aber da drin wirklich so selbstständig zu werden, schwierig. Und was motiviert dich, immer weiterzumachen? Mich persönlich, ganz privat, ich hätte gerne Kinder, ich hätte gerne junge Kinder. Und ich wäre richtig gerne finanziell abgesichert zu dem Zeitpunkt, wo ich Kinder bekomme, dass ich dann halt, wenn ich das in dem Moment möchte, mir den Luxus rausnehmen kann, mich nur auf meine Kinder zu konzentrieren. Deswegen versuche ich halt so früh wie möglich mit dem finanziellen Punkt fertig zu sein. Beim Hype um Sneakers geht es also nicht nur um Trends und Hypebeasts, sondern vielmehr um Menschen, die schnell viel Geld verdienen wollen. Und wer kann es ihnen verübeln? Egal, was ihr resellt, ob Schuhe, Playstations oder Pokémon-Karten. Eins ist sicher, um damit erfolgreich zu sein, braucht ihr nicht nur Gespür für den richtigen Moment, sondern auch eine große Portion Glück.